ich bin Christina Jurik und heute male ich mit euch eine kleine Winterszene. Was ganz Einfaches, aber wir werden auch alle vier möglichen Aquarelltechniken gleich mal damit üben. Ich habe es euch hier kurz aufgeschrieben. Nass auf nass, trocken auf nass auf trocken und trocken auf trocken. Diese vier groben Möglichkeiten haben wir. Und wie gesagt, wir binden es gleich ein in ein Motiv. Ich werde hier mit Bleistift ein bisschen vorzeichnen, dass wir ein bisschen Orientierung haben, wo es lang geht. Mache hier eine kleine Kuhle herein, lasse hier einen kleinen Bachlauf herauskommen, der sich so durch die Schneelandschaft schlängelt. Und mehr brauchen wir noch gar nicht. Ich nehme wieder meinen Flachpinsel. Je nachdem, wie schnell ihr schon arbeitet, habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Papier vorher anzufeuchten oder ihr nehmt sehr viel mehr Wasser in den Pinsel auf. Ich mische mir jetzt hier ein bisschen Ultramarin. Nicht allzu dick soll es werden und damit es nicht ganz so blau wird, werde ich noch einen kleinen Tick Sienna gebrannt mit hineinnehmen. So, viel Wasser und ab geht's. Wenn ihr zu trocken unterwegs seid, gibt's Streifen im Himmel, das wollen wir nicht. Wenn ihr zu nass seid, dann läuft die Sache nach unten raus, auch nicht gut. Also brauchen wir hier so eine Zwischenlösung. Gehe nochmal ein bisschen nach und ziehe jetzt mit dem Sienna gebrannt hier noch ein paar Streifen herein, um das ein bisschen zu brechen. Hier oben noch ein bisschen, dann haben wir fast so ein bisschen Abendstimmung, ein bisschen was Warmes mit drin. So, jetzt ist diese Fläche noch sehr gut feucht. Das sieht man immer, wenn man ein bisschen schräg drauf schaut, dass es glitzert und glänzt. Und wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass es noch gleichmäßig feucht ist, dass nirgendwo zu viel Wasser steht. Und jetzt nehme ich eine ganz, ganz dicke Mischung. Ich nehme einmal den kleineren Pinsel mit etwas Perilen. Und jetzt gehe ich mit einem sehr trockenen Pinsel direkt in die Farbe, die ich aus der Tube gedrückt habe. Das ist ganz, ganz cremig hier. Und ein bisschen Blau kommt dazu, wieder ein bisschen Ultramarin, kaum Wasser. Und lege jetzt hier ein paar Tannen an. Wenn ihr jetzt zu viel Wasser im Pinsel habt, dann wird euch das Ganze davonlaufen und ihr bekommt keine Tannen, sondern irgendwie so große Blobs. Und zwischendrin setze ich nochmal ein bisschen Sienna gebrannt wieder herein. Variiere, während ich hier entlang gehe, ein bisschen die Größe der Tannen und auch die Farbe. Dann ist mal wieder ein bisschen mehr Blau drin, dann wieder etwas mehr von diesem dunklen Perilengrün drin. Und die Tanne ziehe ich immer ein bisschen höher, die nächste bleibt ein bisschen niedriger und immer ein bisschen variieren. Während ich hier herunterkomme, mache ich vielleicht mal eine Lücke, wo keine Tanne steht. So, auf die andere Seite, auch wieder ein bisschen Sienna gebrannt, ein bisschen was Warmes dazwischen. Die Zeit arbeitet immer gegen euch. Wenn ihr zu lange drüber nachdenkt, was wohin kommt, dann wird der Himmel trocknen und dann gibt es harte Ränder. Man kann jetzt auch den Himmel trocknen lassen und die Bäume so drauf malen, aber dann werdet ihr nicht dieses weiße, weiche, verlaufende bekommen. Und wenn, wie gesagt, ihr zu viel Wasser im Pinsel habt, dann läuft die Sache ganz davon. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann lasse ich so stehen. Hier am Rand trocknet es jetzt schon, da geht das Glänzende weg und das ist der Bereich, wo man dann am besten auch rausbleibt, weil wenn man dann nochmal nacharbeitet, gibt es nur Rückläufe und das sieht dann immer schlimmer aus. Ich nehme jetzt hier unten in der Vertiefung die Farbe auf und ziehe diesen kleinen Bach als Dunkelheit etwas hier in den Vordergrund.
fange sehr flach hier an und werde hier nach vorne hin etwas breiter. Etwas mehr Farbe, lass es hineinlaufen. Und das ist jetzt sehr nass auf trockenem Papier. Nass auf trocken. Du kannst auch noch ein bisschen drehen und wenden und es verläuft noch ein bisschen. Und während das noch feucht ist, jetzt nehme ich nochmal wieder den großen Pinsel und klares Wasser. So, nur klares Wasser, das ich hier hineinlege und lasse diese Farbe aus dem Wasser ein bisschen dort hineinlaufen. Und dann sieht es so aus, als ob sich hier schon ein Schatten bildet. Und das mache ich jetzt an mehreren Stellen. Es ergeben sich dann schon Schneekugeln. Sieht aus wie eine Schneekuhle. Ein bisschen hier nach unten und nach oben, vielleicht hier noch ein bisschen klares Wasser. Und dann ein bisschen von der Farbe hineingeben. Schnee ist ja gefrorenes Wasser. Wasser an sich hat keine Farbe, es ist farblos und nimmt immer die Farbe an von allem, was drumherum ist. In unserem Fall die Himmelfarbe und die Farbe von den Bäumen. Hier diese kleinen Rückläufe, die hier entstehen, die gefallen mir ganz gut. Manchmal passieren sie an Stellen, wo sie ungewünscht sind. Aber wenn ich eh eine Schneeszene habe, dann sieht das fast aus wie Eiskristalle. So, das da oben ist mir jetzt auch noch ein bisschen zu gerade. Auch hier nehme ich vorsichtig ein bisschen Wasser und löse diese Kante an. Auch hier muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Wasser nehme, denn sonst breitet sich das Wasser nach oben hinaus und es wachsen dort auch wieder ein paar Bäume. Auch hier wieder ein bisschen eine Verbindung schaffen, dass diese Fläche nicht ganz so weiß ist, dass hier ein bisschen was passiert. So, jetzt hatten wir hier schon nass in nass mit dem Himmel. Wir hatten trocken auf nass für die hinteren Bäume. Und jetzt hatten wir es sehr nass auf trockenem Papier. Um jetzt trocken auf trocken zu malen, muss ich das erstmal trocknen und werde kurz entschwinden, um es zu föhnen. Das Bild ist geföhnt und trocken. Und wie das so ist im Aquarell, hat es immer ein wenig sein Eigenleben. Und es hat sich jetzt hier eine Art Busch gebildet. Jetzt habe ich die Frage, lasse ich den Busch? Gehe ich mit dem Busch? Oder tue ich ihn rauswaschen? Aber er gefällt mir eigentlich ganz gut. Es sieht aus, als ob er da so ein bisschen Frost drauf hat und er wird in das Bild integriert. Ich bleibe bei den gleichen Farben, also immer nur diese drei, Sienna gebrannt, Ultramarin und dieses dunkle Grün, Perylengrün. Und jetzt nehme ich die Farbe wieder sehr dick, ein bisschen mehr Sienna gebrannt habe ich hier. Und schaue, dass ich diesem Busch ein bisschen eine Basis gebe, den praktisch ein bisschen hier reinpflanze, ein paar Äste noch anbaue. Ja, können wir jetzt gut machen. Oben lassen wir es so, das sieht gut aus. Und diese harte Struktur werde ich jetzt auch noch an anderen Stellen ein bisschen einbringen. Mal hier unten ein bisschen eine harte Kante machen. Hier ein bisschen und nochmal pur das Sienna gebrannt, weil dann wird es ein bisschen rötlicher. Und setze hier noch ein paar Gräser dazu, vereinzelt. Und diese Gräser verteile ich so ein bisschen hier und da. Vielleicht wächst auch mal ein Gras in das Bild hinein. Unsere Bildfläche begrenzt sich ja nicht nur auf diesen Rahmen. Die Bäume wachsen weiter, das Gras wächst in bzw. aus dem Bild. Und da ist dann immer die Frage, wann hört man auf? Wie viel macht man noch? Wann ist das Bild fertig? Ich werde noch mal ein ganz klein wenig hier Akzente setzen, so ein bisschen eine Art Schneekuhle noch einbauen unter diesem kleinen Bäumchen. Ja, und dann würde ich schon sagen, unser kleines Winterbild ist fertig. Mit diesen Übungen bekommt ihr das Aquarell schon mal ganz gut in den Griff.